Ich begrüße euch herzlich zum 7. Referat in unserer Reihe Grundfragen emanzipatorischer Politik. Es ist dies das letzte Referat und es hat das Thema, das vierte Thema der Reihe, das Thema Handeln. Also die Frage, wie können gesellschaftliche Verhältnisse aktiv verändert werden? Da gibt es ja verschiedenste Ansätze, Handlungsoptionen, die wir alle kennen aus eigener Praxis oder aus den Medien. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu organisieren. Und um diese Fragen herum, welche Art von Organisation, welche Art von Tätigkeit, gibt es natürlich ganz viele Fragen, die interessant sind und die wir heute Abend besprechen wollen. Nicht zuletzt geht es auch darum, zu diskutieren, was das Denknetz tut, wo sein Einfluss ist und wo es sich auch Grenzen setzt, um eben auf anderer Ebene einflussreich sein zu können. Ja, Handeln ja, natürlich. Handeln in ganz verschiedener Art. Ich habe hier mal eine ganze Reihe von Logos zusammengetragen von Organisationen und Bewegungen, die handlungsorientiert sind, seien es Parteien, die sich bei den Wahlen präsentieren, seien es Bewegungen, die Kundgebungen organisieren, NGOs, die zu bestimmten Themen Kampagnen machen, Leute organisieren, Druck aufbauen, seien es auch spontanere Bewegungen wie Women's March, die vielleicht nur eine kurze Zeit Kraft haben und danach wieder verschwinden, aber solche Bewegungen gibt es eben auch und sie sind auch wichtig, oder sei es eben eher die Ebene der Reflexion, des Nachdenkens, der Entwicklung von dem, was wir Orientierungswissen nennen, Reformvorschläge grundlegender Art, das Denknetz. Wir haben ja schon über diese Darstellung hier, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Male gesprochen. Es ist eine Darstellung aus der Chaos, die ich entwickelt habe, und sie lehnt sich an die Chaos-Theorie und sie ist eine Veranschaulichung eines Veränderungsprozesses. Links kommt ein Strom rein, das ist der Strom der Verhältnisse, wie sie eben zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzufinden sind, und dann geraten die Verhältnisse in Bewegung. Diese Bewegung ist häufig nicht einfach das Ergebnis von Menschen, die gerne andere Verhältnisse hätten, sondern ist in aller Regel sehr stark beeinflusst durch die Widersprüche, die in den Verhältnissen selbst schon ruhen. Das ist ja dann auch häufig einer der Gründe, warum man Verhältnisse gerne ändern möchte, weil sie eben sehr widersprüchlich sind, weil sie soziale Konflikte fördern, weil sie beispielsweise Umweltkrisen provozieren. Und dann treten eben Konflikte auf und Krisen werden Realität. Und dann in diesen Umbruchphasen sind auch große Veränderungen möglich. Und wenn man das sich vorstellt als ein Knäuel mehrerer Stränge, die dann eben in Bewegung kommt, dann ist nun die Frage, wo setzen wir an, wo ist der Hebel am größten, um eine wirkliche Veränderung zu bewirken, um zu verhindern, dass nach dieser Krise, nach diesem Umbruch eigentlich die alten Herrschaftsverhältnisse einfach wieder neu gefestigt etabliert werden. Also das, was üblicherweise als Konterrevolution bezeichnet wird. Also gegen Veränderungen antreten, um das Alte wieder zu etablieren, wie wir das heute beispielsweise erleben in Ägypten, wo ein großer, wichtiger Umbruch, eine Umbruchphase in eine Reaktion gemündet hat, in der die alten Verhältnisse wiederhergestellt worden sind. Wenn wir die Frage stellen, wo haben wir den Hebel, um Veränderungen zu bewirken, dann gibt es ganz viele verschiedene Antworten. Es gibt Menschen, die sagen, alles, ich setze alles auf Bewegungen, das ist das Entscheidende, also dass Leute aktiv werden, auf die Straße gehen, Plätze besetzen, das ist die entscheidende Dimension, direkte Aktionen machen, sich organisieren in Quartieren, wo auch immer. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber wir müssen die Mentalität der Menschen ändern, ihre Anschauung über die Welt. Das sind dann Leute, die eher auf der Ebene des Nachdenkens, der Reflexion aktiv sind und Bücher schreiben. Oder es gibt Leute, die sagen, wir müssen ganz konkrete Vorschläge unterbreiten, die eben besser sind als das, was heute existiert. Die würden in der Schweiz eine Volksinitiative lancieren. Es gibt Parteien, die versuchen, an den Wahlen teilzunehmen und in den politischen Institutionen zu wirken. Es gibt
Streiks in den ökonomischen Verhältnissen, hier eine sehr klassische Form von politischer Aktivität, gewerkschaftlicher Aktivität, die unter Umständen sehr wirksam ist und sich ausdehnen kann bis zu Generalstreiks und Rätebewegungen. Und dann gibt es letztlich auch die Umwälzungen, die dann die gesamte Gesellschaft ergreifen, Transformationen, Revolutionen und dann auch ein Wechsel der Machtverhältnisse. Eine ganze Palette von möglichen Hebeln der Veränderungen. Und es gibt auch eine Tradition, nicht nur einzelne Hebel zu suchen, sondern die in ein gesamtes Programm einzubetten. Also ein gesamtgesellschaftliches Programm zu entwickeln und zu beschreiben, was will man denn für eine Art Gesellschaft und wie kommt man dahin. Das ist übrigens eine relativ neue Erscheinung, politische, gesellschaftliche Programme. Es gab schon Ansätze in der Antike, in den antiken Demokratien, dass eben bestimmte Strömungen auch sich geäußert haben und Vorstellungen entwickelt haben über die gesellschaftlichen Verhältnisse, aber nicht im heutigen Sinne eines politischen Programms, eines Parteiprogramms. Das ist eine Entwicklung, die unmittelbar verbunden ist mit der Entwicklung bürgerlicher Demokratien. Ist also eine neue Erscheinung, hat aber schon so Selbstverständlichkeit gewonnen, dass sie uns dass wir sie nicht in Frage stellen. Das ist für uns ein normaler Bestandteil des politischen Lebens. Eines der bekanntesten politischen Programme und eines der ersten, das weltweit auch Beachtung gefunden hat, das kennt ihr alle, das ist eines der zentralen linken Programme, das ist das Kommunistische Manifest. Das ist eine der ersten wirklich auf die Totalität, auf die Ganzheit der gesellschaftlichen Verhältnisse zielenden politischen Programm, programmatischen Schriften. Und das wäre dann eben die Idee, dass in diesem Wechsel der Verhältnisse nicht nur einzelne Stränge maßgebend sind, sondern auch der Ansatz auf die Gesamtheit der sich zu verändernden Bedingungen abzuzielen, also ein Programm zu haben für eine Veränderung. Das würde dann bedeuten, dass man nicht nur sagt, wir brauchen einen Generalstreik und dann kommt es dann schon gut, sondern man braucht eben einen Generalstreik und eine Idee, was damit erreicht werden soll. Übrigens, Generalstreik heißt, dass der Streik sich generell ausweitet und dann eben politische Ziele bekommt. Nächstes Jahr wird das 100-jährige Jubiläum stattfinden des einzigen Generalstreikes, der bislang in der Schweiz stattgefunden hat und der enorme Folgen hatte, der Landesstreik von 1918. Das war so ein Generalstreik, der hatte ein klares Programm und hat für gekämpft, beispielsweise für die 48-Stunden-Woche, für eine AHV, ich meine auch für das Frauenstimmrecht und so weiter. Ich weiß nicht mehr alle Forderungen auswendig, aber für einige wichtige Dinge, die heute in der Schweiz Realität sind, leider nicht schon 1918 alle verwirklicht wurden, aber damals eben Programm waren. Nun gibt es aber seit längerem eine Krise dieser Parteien, dieser Parteiprogramme, insbesondere auch der linken Parteiprogramme. Und spätestens seit der neoliberalen Wende, die so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts eingesetzt hat, ist das zu einem immer größeren Problem geworden, nämlich dass sich die Programme der wichtigsten Parteien nicht mehr groß unterscheiden. Vielleicht noch in der Programmatik, aber in der Praxis dann eigentlich nicht mehr so erheblich ist, ob nun die deutsche Sozialdemokratie an der Regierung ist oder Frau Merkel. Der Unterschied ist manchmal fast paradoxerweise so, dass man das Gefühl hat, Frau Merkel sei die bessere Sozialdemokratin als ihre Vorgänger. Und das führt dazu, dass die Leute eben den Bezug verlieren zu Vorstellungen, wie man die gesamte Gesellschaft gestalten sollte. Und das ist ein Zeichen, das ich für sehr bedenklich halte. Also es ist übrigens nicht nur eine Einebnung der Fall der politischen Programme, sondern sie verlieren auch völlig Konturen. Ich meine, das neoliberale Programm, das Programm einer der zentralen Strömungen, politischen Strömungen heute, das ist im Grunde genommen ein Zweisatzprogramm, oder? Erster Satz lautet, der Markt regelt alles am besten. Der zweite Satz lautet, die Politik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Markt möglichst gut spielt. Das ist schon fast alles. Mehr an Programmatik ist da gar nicht mehr vorhanden. Und deshalb dann auch die Bereitschaft,
praktisch alles andere außer diesen beiden Leitsätzen auch fallen zu lassen, wenn es passt. Oder? So dass eine Frau Martulla Blocher beispielsweise von der chinesischen Führung schwärmen kann, obwohl das Programm oder die Praxis dieser Führung doch noch so einiges anders macht, als was in der Schweiz eigentlich als Grundlage auch einer SVP-Politik gelten müsste, wie beispielsweise demokratische Freiheiten. Deshalb spricht man auch seit einiger Zeit von Postdemokratie. Das ist das Stichwort, um dieses Phänomen zu beschreiben. Und deshalb ist auch die Basis gelegt, und das ist eine der Basistätigkeiten, die es auch einer Rechten leicht macht, Profit zu gewinnen, obwohl diese Rechte auch nicht sehr viel Programmatisches zu bieten hat, außer eben Ausländerinnen und Ausländer und Linke zu beschimpfen und als Ursache aller Probleme darzustellen. Was ist dahinter das Problem? Warum ist das so? Warum hat sich das so entwickelt? Warum sind sehr viele, gerade auch linke Parteien, haben Profil verloren und haben eine Politik dann praktiziert, die sich nur noch unerheblich oder schwach von einer bürgerlichen Mittepolitik unterscheidet? Das hat eben mit der Frage zu tun, wie nun Veränderungen laufen, in welche Richtung. Es ist eben nicht so, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse laufend von denjenigen verändert werden, die etwas ändern möchten, sondern umgekehrt diejenigen, die mal etwas haben ändern wollen, werden eben selber auch verändert. Das heißt, die Verhältnisse prägen die Menschen mindestens ebenso sehr, wie die Menschen die Verhältnisse prägen. Und das gilt ganz bestimmt und ganz besonders stark auch für diejenigen politischen Kräfte, die sich stark in die gegebenen Institutionen einschreiben, also bei Wahlen teilnehmen und dann in die Regierung Einsitz nehmen und so weiter. Wer das macht, der kommt ohne, dass er, das kann er, das ist nicht seine Schuld, sondern das ist die Logik der Dinge, der kommt in einen Sog, Teil des Herrschaftsgefüges zu werden, zu rechtfertigen, warum es eben so sein muss, wie es ist, und immer mehr zu beschränken, wie was überhaupt veränderbar sein kann. Und dieser Rollenwechsel hin zu einer Gruppierung oder Partei, die dann eben nicht mehr Veränderungen bewirkt, sondern Veränderungen im Gegenteil sogar stoppt, indem sie den Leuten auch noch erklärt, man kann nichts ändern, nichts Wesentliches, das ist einer der Hintergründe für diese Entwicklung. Jetzt könnte man natürlich sagen, nein, es ist eben wirklich schwierig, man kann gar nichts mehr ändern. Siehe Globalisierung. Oder? Die Globalisierung ist doch eigentlich die Entwicklung, die es unmöglich macht, Dinge in einem Land zu verändern. Man könnte nur noch weltweit den Hebel ansetzen und sonst geht gar nichts mehr. Das ist meines Erachtens eine mehrfache Schutzbehauptung derjenigen, die die Verhältnisse nicht verändern wollen. Es ist erstens eine Schutzbehauptung, weil die Globalisierung in die genau gegenteilige Richtung ebenfalls spielt. Wenn Veränderungen stattfinden, dann haben die viel rascher globale Auswirkungen. Die Bewegung von Seattle 1999, die anti-globalisierungskritische Bewegung lanciert hat, da waren etwa 50.000 Leute in Seattle bei einem Gipfel, bei einem Wirtschaftsgipfel, der Gipfel der WTO. Und die haben eine Bewegung ausgelöst, die während 10 Jahren die politische Agenda stark mitgeprägt hat. 50.000 Leute, das sind nicht so verrückt, wahnsinnig viele Menschen. Aber denen ist es gelungen, weil sie am neuralgischen Punkt im richtigen Moment haben eingreifen können in die Prozesse, haben sie große Wirkung erzielt, weltweit. Das Ganze war auch schon 68 ausgeprägt so. 68 war eine enorm globale Bewegung, die praktisch alle Gesellschaften erfasst hat. Und das erste Mal war das so nach dem Ersten Weltkrieg. Das war das erste Mal, als Bewegungen wirklich global große Ausstrahlung hatten, mit der Russischen Revolution und dann mit den revolutionären Versuchen in vielen europäischen Ländern und dann aber sehr rasch mit Auswirkungen in China und in Lateinamerika und so weiter. Also Globalisierung heißt nicht Globalisierung der Herrschaft und diejenigen, die andere Verhältnisse möchten, sind dem nur ausgeliefert, sondern es heißt genauso stark, dass Veränderungsbewegungen auch einen starken globalen Ausstrahlungsbereich vorfinden. Und wenn man dann noch genauer schaut, wie jeweils die konkreten Momente ablaufen, beispielsweise damals, als Griechenland in die Krise geraten ist, 2010,
dann wird sehr deutlich, dass manchmal an kleinen Veränderungen sehr viel hängt. Es gab damals eine Zeit, das war dann 2015, Syriza wurde gewählt, da waren einige Monate, etwa 5 Monate, waren die Kommentare in den Zeitschriften ganz anders als zuvor. Plötzlich musste man mit der Vorstellung sich auseinandersetzen, dass doch eine andere Politik durchgesetzt wird in Europa. Und plötzlich war für alle diese Probleme, die hinter diesem Änderungswunsch standen, sehr viel Verständnis da. Und die Globalisierung war plötzlich gar kein Thema mehr. Und tatsächlich bin ich der Auffassung, dass wenn damals die griechische Regierung aktiv versucht hätte, in Europa eine Mobilisierung in Gang zu bringen, dass dann die Chance bestanden hätte, die Entwicklung grundlegend umzuleiten und eine andere europäische Politik durchzusetzen. Also diese Behauptung, man könne wegen der Globalisierung Verhältnisse nicht ändern, halte ich für eine reine Schutzbehauptung. Nun, neben diesen Anpassungsprozessen, die stattfinden, weil Leute zum Beispiel in Regierungen sitzen und dann vielleicht auch in der Minderheit sind in der Regierung und dann die Regierungspolitik mittragen müssen, oder selbst wenn sie in der Mehrheit sind, ein großer Druck besteht, wenn ihr da jetzt zu drastische Maßnahmen ergreift, dann sagen beispielsweise die Unternehmer, dann verlassen wir in Scharen das Land und dann könnt ihr mal schauen, oder? Also es kommt in solchen Situationen, wo dann eben Linke in Regierungen sind, tendenziell zu Konflikten und zu Auseinandersetzungen, die sich zuspitzen. Und dann davor schrecken viele zurück und passen sich eben an, anstatt den Konflikt wirklich auszutragen. Das ist ein Mechanismus, der über diese Konflikte läuft. Ein anderer Mechanismus ist der mit einem Bürokratisierungs Tendenzen innerhalb solcher Organisationen zu tun hat. Wenn ihr eine große Gewerkschaft seid, dann habt ihr einen Gewerkschaftsapparat, eine Gewerkschaftsbürokratie, um das ein bisschen tendenziös auszubeschreiben. Und diese Leute in diesem Apparat beginnen ein eigenes Interesse zu entwickeln, nämlich sie wollen als Gewerkschaft erfolgreich sein. Sie wollen nicht unbedingt insgesamt linke Politik erfolgreich machen, sondern sie sind mitunter durchaus interessiert, dass die Verhältnisse insgesamt so bleiben, wie sie sind, weil sie in diesen Verhältnissen einen interessanten Job machen können, eine Arbeit finden, auch Prestige erhalten und so weiter. Das nutzen natürlich dann diejenigen, die auf der anderen Seite sind, aus. In Deutschland beispielsweise wurden die Gewerkschaften in sehr hohem Maße, hat man alles getan, um sie ins Herrschaftsgefüge einzutragen. Da sind die Gewerkschaftsführenden häufig dann nicht mehr zu unterscheiden gewesen von den Chefs der Firmen, auch großer Firmen, die sind in denselben dicken Mercedes-Autos vorgefahren für die Betriebsratsaussprache wie die Chefs auch. Also die sind wirklich sind zu Eliten im zweifelhaften oder schlechten Sinn geworden. Das hat dann mit Privilegien zu tun. Man kommt so in privilegierten Situationen und möchte diese verteidigen. Und das geht manchmal nicht zusammen mit zu viel Veränderung. Ein bisschen Veränderung ist okay, ein bisschen Druck braucht es, aber doch nicht zu viel. Also diese Entwicklungen gibt es immer wieder. Und ich meine auch, dass man nicht einfach nur über Personen urteilen sollte, die dann sogenannte Verräterinnen oder Verräter sind, sondern eben wissen muss, dass es einen Sog gibt, Teil der Verhältnisse zu werden und nicht mehr ein Teil einer Veränderung zu sein. Diese Entwicklungen schlagen sich natürlich auch oder spiegeln sich in den wichtigen Fragen linker Programmatik. Die Linke ist eine Bewegung, die ausgesprochen programmatische Diskussionen führt und geführt hat. Teilweise wird das heute in Frage gestellt, ob das wichtig ist. Ich meine, es ist wichtig. Und es hat mit Fragen zu tun, grundlegender Art, zum Beispiel mit der Frage, soll man den Kapitalismus überwinden? Muss man das anstreben? Oder ist es nicht sinnvoller, eine Verbesserung kapitalistischer Verhältnisse anzustreben? Also dafür zu sorgen, dass eben beispielsweise die sozialen Einrichtungen stärker werden, dass Umweltschutzgesetze erlassen werden, die die Umweltverschmutzung einschränken. So. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Also sowohl für Verbesserungen sich einsetzen, unmittelbar in den heutigen Verhältnissen, als auch für eine Veränderung der Gesamtverhältnisse eintreten. Und das wäre dann die zweite Frage,
welche Methoden stehen im Vordergrund, Reformen, Revolutionen, grundlegende Umwälzungen, neue Formen von Demokratie der Betroffenen, indem sie sich in Räte organisieren und als Räte dann koordiniert auftreten, wie das beispielsweise in der russischen Revolution spontan entstanden ist durch die Aktivitäten der Leute. Das war eine spontane Entwicklung, die niemand programmatisch vorhergesehen hat, die dann aber von den Bolschewiki sehr stark aufgegriffen worden ist. Soll man dann den Staat abschaffen, wie es beispielsweise anarchistische Bewegungen vorschlagen, die sagen, ohne Staat organisieren sich die Leute direkt, unmittelbar, und dann läuft das schon gut, die Leute sind schon fähig, das selbst zu machen, da braucht es keinen Staat, oder soll der transformiert werden? Wie stehen wir zum Parlamentarismus, also zur Teilnahme an Wahlen, an Parlamenten, wo wir eben wissen, um die Sogwirkung, die solche Institutionen auf linke Kräfte hat, deshalb lieber Finger weg oder eben doch nutzen, aber sehr kritisch bleiben oder sagen, diese Integrationswirkung, die ist auch nicht so schlimm. Wenn man das immer wieder mal korrigiert, dann kann man mit dem gut leben. Eine wichtige Dimension linker Politik war immer die Frage, internationale Haltung haben, also für die gleichen Rechten und Lebenschancen aller Menschen dieser Erde eintreten oder eben doch in den Sog geraten derjenigen, die sagen, wir hier leben in der Schweiz und wir müssen mal zuerst für uns schauen und die, die da kommen, die müssen sich gefälligst anpassen. Das sind grundlegende Fragen. Dann die Frage und Bedeutung der Gender-Dimension. Ist das ein Nebenwiderspruch gegenüber dem Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit? Oder ist das gleichbedeutend oder hat das eine ganz eigene Gewichtigkeit, die man gar nicht unbedingt vergleichen muss mit anderen Gewichtigkeiten? Umweltschutz-Thematik versus mehr Löhne, das kennt ihr vielleicht alle, dass manchmal für Gewerkschaften das ein Zielkonflikt ist. Wenn sie für mehr Umweltschutz eintreten, dann wissen sie, dass sie möglicherweise Arbeitsplätze gefährden oder dass Löhne vielleicht dann nicht mehr in gleicher Art eingefordert werden können. Und eben diese Frage Konfrontationsbereitschaft versus Unterordnung unter Verhältnisse, wenn sich die Situation zuspitzt. In diesen Diskussionen wird immer wieder auch ein Thema genannt, das, von dem ich immer noch der Meinung bin, es ist sehr wesentlich. Und das Thema wird unter dem Begriff Avantgarde abgehandelt. Die Idee der Avantgarde ist eine ganz einfache. Es gibt eine Zahl von Menschen, eine beschränkte Zahl von Menschen, die sich ganz speziell für politische Veränderungen engagiert und die sich zusammenschließt. Und diese Menschen sind, die schreiten voran, gegenüber der großen Masse der übrigen Leute sind sie diejenigen, die sich bilden, die besser verstehen, wie die Verhältnisse funktionieren, wie man sie ändern kann, wie man sich gut organisieren kann, welche Aktionsmittel man hat, wie man einen Artikel schreibt, wie man ein Buch veröffentlicht, alle diese Dinge. Das ist klar. Das ist so banal wie die Aussage, dass jemand, der sein Leben lang Klavier übt, der wohl bessere Pianist oder die bessere Pianistin ist als die breite Masse der Bevölkerung. Natürlich. Und die Idee ist nun, dass diese Avantgarde, diese Menschen sich auch kritisch und als solche Avantgarde verstehen und organisieren und eben eine Organisation bilden, die auch entsprechend schlagkräftig sein kann, die eine gemeinsame Haltung beschließt und mit dieser Haltung nachher auch Politik macht. Dieses Konzept der Avantgarde ist stark verbunden mit dem Namen von Lenin, der das seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts stark vertreten hat. Er hat das immer vertreten in Bezug auf die russischen Verhältnisse. Und die russischen Verhältnisse waren keine demokratischen. Er hat das nicht vorgeschlagen im Sinne einer revolutionär-avantgardistischen Partei, für Deutschland beispielsweise, sondern eben für Russland, wo es viel Unterdrückung gab und wo es nicht so einfach war, sich zusammenzuschließen und linke Politik zu machen. Also wo man sofort mit Repressionen konfrontiert war, ins Gefängnis kam, nach Sibirien verbannt wurde, wenn man geschnappt wurde. Und da waren andere Formen der Organisation wichtig als beispielsweise eben in Deutschland.
Die Idee des demokratischen Zentralismus, wie dann das auch genannt worden ist, ist simpel. Die Leute, die sich in einer revolutionären Partei zusammenschließen, die beschließen, die haben intern freie demokratische Verhältnisse und diskutieren alle wichtigen Fragen offen und haben auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel zu Tendenzen oder Fraktionen zusammenzuschließen, also zu bestimmten Fragen innerhalb der Partei dann organisierte Strömungen zu bilden und sich auseinanderzusetzen. Wenn dann aber die Partei mal entschieden hat, wir gehen jetzt in diese Richtung, dann gegen außen unterziehen sich alle diesem Beschluss. Mit der Idee, dass so überhaupt Handlungsfähigkeit gesichert ist, weil sonst Parteien ja mit 10, 20, noch mehr Stimmen sprechen und die Leute gar nicht mehr wissen, wofür denn eine Partei steht. Und weil auch nur so Bilanz gezogen werden kann. Wenn dann die Partei sagt, wir gehen den Weg A und der Weg A entscheidet, erweist sich als falsch, kann man die Bilanz ziehen und sagen, okay, es war doch B, war richtig oder vielleicht müssen wir sogar C wählen. Also das waren die Überlegungen hinter diesem Konzept. Allerdings hat jedes Konzept ist immer wieder zu prüfen und abzustimmen auf die wirklichen Umstände, in denen es angewandt wird. Es gibt keine einzig richtige Form der politischen Organisation, die immer und überall die bestmögliche ist. Im Gegenteil kann es dann sein, dass diese Vorstellung der Avantgarde ins Sektierertum abrutscht. Oder ist sehr, sehr häufig danach passiert, gerade im Gefolge der 68er-Bewegung, dass sich viele Organisationen nach diesem Prinzip gebildet haben und dann eben gesagt haben, wir sind die einzige revolutionäre Partei und alle anderen, das sind dann eben nicht, die haben es nicht wirklich kapiert. Und das sind sogar teilweise die schlimmsten Feinde, weil die sind uns ganz ähnlich, aber eben dann doch nicht wirklich revolutionär. Und die verwirren die Massen und am Schluss werden sie verhindern, dass wir die Revolution machen. So, solche Dinge gab es dann in sehr breiter Form. Und das ist natürlich eine Absurdität. Das war nie die Idee, eine Organisationsform festzulegen, die für alle Situationen immer am besten passt. Das andere, was dieser Organisationsform auch vorgeworfen wird, ist, dass sie dazu führt, dass es eine Elite gibt, die sich über die Massen erhebt. Das ist auch wieder etwas, was natürlich geschehen kann, offensichtlich. Das war in der Sowjetunion dann im Zuge der Stalinisierung das, was wirklich entstanden ist, dass sich eben die Partei über die Gesellschaft, über die Menschen erhoben hat und sogar begonnen hat, Herrschaftssicherung zu betreiben gegen die Menschen, für eine neue Elite. Nur zu denken, das war die Leninsche Partei von 1917, ist wiederum eine Absurdität. Das war die Bolschewiki waren bis etwa 1921 eine Organisation mit sehr intensiven und auch sehr hochstehenden inneren Diskussionen. Also die haben und nach der Revolution auch äußeren, also öffentlichen Diskussionen. Das war alles andere als ein strikter Apparat, der allen gesagt hat, was sie zu denken haben. Nur hat dann die Logik der Verhältnisse in der Sowjetunion mit sehr, sehr eingeschränkten Mitteln, nach einem Krieg und nach einem Bürgerkrieg, enormes Elend, Hungersnöte etc., hat dazu geführt, dass der Staatsapparat begonnen hat, die einzige Ordnungsmacht zu sein. Und die Ordnungsmacht hat dann eben die Bolschewiki geprägt. Also die Bolschewiki waren nicht mehr die treibende Kraft ab so 21, sondern wurden zur getriebenen Kraft der Verhältnisse, die durch die Isolation der Sowjetunion in einem riesigen, armen Land entstanden ist. Kurz, es gibt keine, meines Erachtens, keine allgemeingültige beste Form, sich zu organisieren, sondern es ist immer wieder notwendig zu überprüfen, unter welchen Bedingungen ist welche Organisationsform die beste. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass es billig ist, wenn das, was immer noch sehr verbreitet ist, unter Linken zu sagen, ja, ich bin da mit Lenin, ja, ich bin auch ein Linker und ich bin auch für die Überwindung des Kapitalismus. Mit Lenin habe ich aber nichts am Hut. Das war ein doktrinärer, autoritärer Typ und da kam es nachher zu Stalin etc. Und deshalb bin ich gegen Avantgarde. Ich bin sogar der Meinung, dass das ein ausgesprochen verantwortungsloses Denken ist, weil wer als linke Bewegung Politik macht, ist Avantgarde. Ob er das nun so sich so benennt oder nicht, er schreitet voran.
wir alle tun mehr als der große Teil der Bevölkerung in Bezug auf Politik und so weiter. Wir tun es. Und wir, wenn wir es tun, sollten wir auch selber darüber nachdenken, in welche Verantwortung da, dass wir hier gekommen. Und dieses Gerede von keine Avantgarde, das sei ein furchtbares Konzept, ist auch häufig ein Gerede, sich der eigenen Verantwortung als linke Bewegung nicht zu stellen, nicht selbstkritisch sein zu müssen, sondern wir sind ja alle nur, alle basisdemokratisch, und das kann auch ein übles Geschwätz sein. Nun, was ist, worin besteht in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, 20, 25 Jahren, eine der größten Lücken innerhalb der Bewegungen und Strömungen, die für Veränderungen eintreten? Wo besteht das größte Loch oder mindestens ein sehr großes Loch? Und meines Erachtens ist das eben tatsächlich eine Ebene, die sehr, sehr Zerfall, einem starken Zerfall ausgesetzt gewesen ist, die Ebene des gesellschaftlichen Gesamtprogramms, die Ebene einer Vorstellung, die über das tagespolitische Geschehen hinausgeht, die Ebene auch von Vorstellungen einer Vision, also visionäre Vorstellungen über andere gesellschaftliche Verhältnisse, die wir gerne möchten. Das ist einem großen Zerfall ausgesetzt gewesen, beginnend mit der Sowjetunion und ihrer Stalinisierung. Da ist eine reaktionäre, in höchstem Maße reaktionäre Herrschaftsform entstanden, die ja weitaus mehr noch als selbst der Faschismus linke Leute umgebracht hat. Also Stalin hat deutlich mehr linke Leute ermorden lassen als Hitler. Musste er, um eine Herrschaft zu sichern, die eben aus einer linken Bewegung entstanden ist. Und er musste diese linke Bewegung eliminieren, und zwar physisch, um an der Herrschaft bleiben zu können. Also das hat natürlich die linke Bewegung und die linken Vorstellungen einer anderen Gesellschaft extrem belastet und diskreditiert. Dann sind aber weitere Sachen dazugekommen, beispielsweise eben eine Sozialdemokratie, die mit Ausnahme der skandinavischen Länder praktisch überall ihre Positionen sehr stark geräumt hat und gar nicht mehr wirklich erkennbar ist als Trägerin anderer gesellschaftlicher Optionen. Und natürlich auch das letztliche Scheitern der 68er-Bewegung, die zwar sehr viel in Bewegung gebracht hat, in verschiedenen Bereichen, aber alles nur in einem Maße, wie es für die kapitalistischen Verhältnisse wieder integrierbar war oder sogar wie es von kapitalistischer Seite dann genutzt werden konnte, um vorwärts zu gehen auf einem neoliberalen Weg. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir hier, wenn wir über gesellschaftliche Programmatik sprechen, eigentlich heute drei fundamentale Optionen haben, die wir vertreten können. Das erste ist die marktradikale Option, das zweite ist eine nationalistische Option, hinter der ja die Aussage steht, alle kämpfen immer gegen alle, als Individuen und auch als Kollektive, und deshalb müssen wir uns als Kollektiv Schweiz gegen den Rest der Welt durchsetzen, und America's First, oder? Also die amerikanische Gesellschaft muss sich auch gegen alle durchsetzen, das ist der Kampf aller gegen alle. Oder eben die Option der Demokratie, also der bewussten Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Menschen in ihrem Kollektiven. Und wir haben darüber gesprochen, ja, welche zentrale Denkfiguren jeweils hinter diesen programmatischen Ausrichtungen stehen. Zwei habe ich schon genauer erwähnt jetzt. Und die dritte, da haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, auch über die Bedeutung, eine solche Kernaussage zu machen und immer wieder sich auch darauf zu beziehen in politischen Debatten, diese Verankerung immer wieder einzuholen, um nicht von den anderen Standpunkten weggesogen zu werden und in die Defensive zu geraten. Und ich habe diese Formulierung, die ich das letzte Mal vorgeschlagen habe, ergänzt aufgrund unserer Diskussion vom letzten Abend, die roten Worte sind Ergänzungen. Damals habe ich vorgeschlagen zu sagen, die Demokratie ist das beste Verfahren, um gesellschaftliche Belange zu regeln. Es ist das Beste derjenigen, die uns zur Verfügung stehen. Es ist besser als Diktatur, es ist besser als Markt, es ist besser als Monarchie und nationalistisches Getue. Weil Demokratie eben alle einbezieht, weil Demokratie
mobilisiert, dadurch, dass alle einbezogen sind, können auch alle mitwirken. Es sind alle eingeladen, auf die Gestaltung Einfluss zu nehmen, weil Demokratie Öffentlichkeit erzeugt, also überhaupt erst die Voraussetzung schafft, sich in dieser Öffentlichkeit über die gesellschaftlichen Verhältnisse auseinanderzusetzen. Und auch die beste Voraussetzung ist, wenn man dann entschieden hat, wenn eine bestimmte Richtung eingeschlagen wird, dass das auch breit getragen wird von den Menschen. Das ist so, keine andere Herrschaftsform kann das gewährleisten. Kommt dazu, dass Demokratie als Konzept untrennbar verbunden ist mit Menschenrechten und Grundrechten. Wer Demokratie abzulösen beginnt von einer universellen Gültigkeit der Menschenrechte, der beginnt sie zu unterlaufen. Eine Demokratie, die nur für weiße Männer mit hellblauen Augen gilt, um mal zuzuspitzen, was lange Jahre ja Praxis war. Die ursprünglichen Formen von bürgerlicher Demokratie waren weiße, in der Regel weiße Männer mit genügend Reich, die genügend reich sind, die über Vermögen verfügen müssen, Zensuswahlrecht, also nur wer zum Beispiel mehr als 100.000 Pfund hat, darf überhaupt wählen, und nur wer mehr als 500.000 Pfund hat, darf gewählt werden. Das waren die Formen ursprünglicher bürgerlicher Demokratie. Das unterläuft das demokratische Grundverständnis. Das gilt auch heute, wenn wir die Menschen auf der Welt von demokratischen Verhältnissen ausschließen, die arm sind, dann wird uns das immer wieder auf den Kopf fallen. Als in Ergänzung zu dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man umgekehrt auch sagen, Demokratie hat zumindest die starke Tendenz, Menschenrechte auch zu stärken, weil die Leute sich wehren können, wo sie betroffen sind von Verletzungen von Menschenrechten. Ist hier auch die Grundlage am besten, dass eben Menschenrechte auch durchgesetzt werden. Und Demokratie muss natürlich die relevanten Bereiche der Gesellschaft erfassen. Also hier explizit, wenn sie tragfähig sein soll, muss sie auch die Wirtschaftsbereiche erfassen. Es ist ein Unding, Demokratie auf die Politik im engeren Sinne zu begrenzen. Das sieht man jedes Mal, wenn wir über Unternehmenssteuern abstimmen und dann die große Kelle geschwungen wird von den Unternehmensverbänden. Wenn ihr uns nicht ein schönes Bett macht, dann werden wir euer Bett verlassen, wenn ihr zu hohe Unternehmenssteuer beschließt, obwohl die vielleicht absolut gerechtfertigt werden, sogar sehr nötig wären. Aber da gehen wir, oder? Weil wir haben ja die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn man in der Gesundheitsversorgung beispielsweise den großen Pharmakonzernen die Führung überlässt, dann hat man am Schluss nur eine Gesundheitsversorgung, die sehr stark auf die profitorientierten und profitstarken Medikamente ausgerichtet ist und auf die profiterträglichen, ertragsvollen Behandlungsrichtungen. Dann ist es eben so, dass sehr viel Geld in die Spitäler fließt und nur noch wenig Geld verfügbar ist für Pflegeheime beispielsweise. Weil in den Spitälern und um die Spitäler herum lässt sich sehr viel verdienen. Pflegeheime sind diesbezüglich ziemlich uninteressant. Insgesamt meine ich, könnte man einen Kompass formulieren für linke Politik. Bevor man über Programme spricht, wäre es meines Erachtens sinnvoll, über einen Kompass zu sprechen. Und ich schlage einen Kompass vor in 5 Punkten. Erster Punkt: Menschenrechte sind unteilbar. Und wir können keine Politik akzeptieren, die uns zu unterscheiden beginnt zwischen den Menschenrechten der Leute mit rotem Pass oder der Leute mit anderem Pass oder Frauen, Männer oder was immer. Menschenrechte sind Rechte für alle. Jeder Versuch, da eine Trennung zu machen, ist eine Verletzung, eine grundlegende Verletzung eines linken Programms. Zweite Aussage in diesem Kompass lautet: Gegenüber den Formen von Herrschaft und ihren Einflussmöglichkeiten und ihren Institutionen und ihrem Geld und ihrer Macht müssen wir autonom bleiben. Wir müssen uns so organisieren und unsere inhaltlichen Aussagen so bestimmen, dass wir von diesen Machtverhältnissen unabhängig sind. Das ist nicht immer so einfach. Wer beispielsweise an Universitäten lehren will,
der ist bereits in einem Gefüge drin, das Anpassungsleistungen verlangt. Und es kann sehr viel Energie brauchen, das ist nicht unmöglich, aber es kann und erfordert häufig viel Energie und Klarheit, diese Anpassungsleistung zu verweigern. Die kann übrigens ganz paradoxe Formen annehmen. Es gibt dann linke Leute im akademischen Bereich, die sind zwar sehr radikal, aber wollen nichts mit Politik zu tun haben. Also sind dann so in einer kulturalistisch-radikalen Blase und sprechen davon sehr heftig antikapitalistisch und sind zum Beispiel sehr gegen jede Teilnahme an Wahlen und überhaupt an Demokratie ist ausschließlich eine bürgerliche Erfindung, um die Leute zu dominieren. Solche Radikalitäten finden sich sehr wohl in universitären Bereichen, aber sie leben in einer Blase ohne Wirkung. Also das ist auch eine Form von Anpassung, indem man eben sich auch so harmlos macht. Dann meine ich, man sollte innerhalb der Bewegungen mit den Menschen daran arbeiten, dass man auf eine verändernde Programmatik hinarbeitet. Also wirklich dieses Ziel nicht aus den Augen verliert, für die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt ein alternatives Programm zu haben, das zu allen zentralen und wichtigen Fragen dieser Verhältnisse Stellung nimmt. Dann meine ich, linke Politik sollte im guten Sinne avantgardistisch sein, voranschreitend, aber eben anti-elitär. Das heißt, eine linke Politik sollte sehr sorgsam und wach sein, wenn es darum geht, Privilegien innerhalb der Linken, dass solche Privilegien entstehen oder dass man selbst an Privilegien beteiligt ist. Das heißt nicht, dass man keine Privilegien eingehen sollte. Ich meine, wir alle leben in einem Land mit enormen Privilegien im Vergleich zu den Menschen, die beispielsweise im südlichen Afrika leben. Und zu sagen, wir sollen auf diese Privilegien verzichten, nützt einfach nichts. Aber es ist wichtig, sich dieser Privilegien bewusst zu sein und auch bewusst zu sein, dass sie durchaus Wirkung haben können auf unser politisches Denken. Und dann etwas, und das heißt eben, anti-elitär heißt dann eben auch, dass wir auf Bewegungen sehr stark zählen sollten, also nicht nur auf institutionelle Politik, dass wir wissen, der Druck von unten ist unerlässlich, auch damit institutionelle Politik überhaupt wirksam sein kann. Ich glaube, das eine und das andere muss sich ergänzen und zusammengehen. Das scheint mir wichtig und mir scheint auch wichtig, dass man eine Politik unterstützt, die darauf abzielt, dass die Menschen sich selber ermächtigen, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu prägen, in denen sie leben. Also alle Formen von Selbstorganisation, Selbstbetätigung, das ist eigentlich das Beste, was geschehen kann, dass die Menschen selbst in Bewegung kommen und nicht nur Stellvertreterinnen und Stellvertreter bestimmen, die dann in Institutionen ihre Interessen vertreten sollen. Und letztlich meine ich, und das ist vielleicht sogar das Zentrale, linke Politik sollte konfliktfähig sein. Also Konflikte, ich meine, es ist gefährlich für eine Veränderung von Herrschaftsverhältnissen einzutreten. Das war immer schon so. Und es ist meines Erachtens offensichtlich, dass wir in Herrschaftsverhältnissen leben. Wir leben nicht nur in einem soziotechnischen falschen Arrangement, das man jetzt ein bisschen ändern muss und dann kommt es schon gut, sondern es geht um Herrschaft, es geht um Macht. Und wer sich mit Herrschaft und Macht konfrontiert, der lebt mal irgendwie auch gefährlich, oder? Da kommt es zu Konflikten. Und es ist unerlässlich, dass wer Veränderungen will, sich diesen Konflikten auch stellen muss. Das heißt nicht, dass man diese Konflikte sucht um jeden Preis. Das überhaupt nicht. Das ist auch nicht nötig. Die kommen schon, oder? Wenn wir konsequente Politik machen und konsequent für bestimmte Lösungen eintreten, dann kommen in Krisensituationen sehr rasch die Momente, in denen sich die Auseinandersetzung zuspitzt. Und dann braucht es den Mut und die Kraft, die Konfrontation auch zu bestehen und nicht zurückzustecken und vor lauter Angst und Anpassung dann wieder irgendeinen Anpassungsweg zu gehen und zu sagen, ja, man kann halt doch nicht und jetzt geht es gar nichts und die Kräfteverhältnisse sind zu schlecht und so weiter. Das ist keine einfache Geschichte. Oder? Also das steht hier so simpel in zwei Worten. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Geschichte.
Das geht nicht. Es gibt, man kann auch in Konflikte hineinrennen mit und großen Schaden nehmen. Oder? Das gibt es natürlich auch. Also ich bin der Letzte, der für blinde Konfrontationssucht eintritt. Aber wenn, sie, wenn es klar wird und deutlich wird, jetzt spitzen sich die Fragen zu, ist es oft dann eben entscheidend, den Konflikt auch auszuhalten und einzugehen.